Jo Leute, was geht ab? Das hier ist die letzte Zerstörung auf diesem schmackhaften, dreckigen Kanal. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Auf jeden Fall, das Auto, das hinter mir steht, habe ich gestern und vorgestern schon geleakt. Also eigentlich habe ich es vorgestern geleakt und dann gestern nochmal gesagt. Das ist ein Astra. Ein Astra, was ist das für ein Astra, Bruder? Einfach ein Astra, ein Opel Astra, Baujahr 2000, in der Farbe Rot. Und wir befinden uns hier da, wo alles angefangen hat. Hier habe ich angefangen, Eichporthalle, damals im April war das, glaube ich, die erste Zerstörung mit dem Peugeot Baguette 206. Da ist mir damals die Scheibe kaputt gegangen. Ich wollte die Scheibe zumachen mit der bloßen Hand und die Scheibe ist kaputt gegangen und ich habe mir meine Hand aufgeschlitzt. Dieses Video ist dann in die Trends gekommen. Ich war Platz 7 und ab dem Zeitpunkt hat sich mein Leben komplett um 180 Grad verändert. Ich habe so viele Leute getroffen 2021. Ich habe so viel erlebt. Ich bin durch Höhen, durch Tiefen gegangen. Ich habe richtige Entscheidungen getroffen, extrem falsche Entscheidungen getroffen. Aber die Zeit, die werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Auch nicht, wenn jetzt jemand daherkommt und einfach die Videos löscht. Das war eine kranke Zeit, Alter. Bruder, ich werde ein bisschen sentimental, verdammt Scheiße. Wir müssen uns hier ein bisschen zusammenreißen, weil ich will euch noch das Auto zeigen. An alle, die dabei waren 2021 und ein bisschen 2022, die alles miterlebt haben, vielen Dank für eure Unterstützung. Auf diesem Kanal geht es aber trotzdem weiter. Wir werden jetzt noch eine Zerstörung machen und danach weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich bleibe beim Thema Auto, aber ich werde versuchen, was anderes zu machen, was anderes zu starten. Und yo, wie hat denn alles damals angefangen, Junge? Mit einem Stein. Ich glaube, es war einfach ein Stein, den ich irgendwo dagegen geworfen habe. Boom, Junge, das waren Zeiten mit dem Peugeot. Gibt es hier irgendeine Stange, die wir holen können? Guck mal, da ist doch, da hinten ist doch ein Riesenstein. Den können wir doch holen und gegen dieses Kraftfahrzeug werfen. Das ist kein Stein, Alter. Das ist ein Felsen. Ein Felsen. By the way, an alle Leute, die noch Bock haben mitzumachen, das ist die letzte Chance. Es wird wirklich, wirklich die letzte Zerstörung. Das steht fest. Ich werde meine Meinung auch nicht ändern. Jeder, der mitmachen möchte, bitte auf Instagram schreiben. Boah, Bruder, weil ihr kommt ja noch und ihr könnt euch komplett austoben. Der erste, der kommt, ist Manu. Das können wir dann am Wochenende machen und dann müssen wir mal schauen, wie ich das alles unter einen Tisch bekomme, weil ich habe noch andere Sachen am Laufen. Und das Fahrzeug läuft übrigens auch, weil irgendwie die Batterie defekt ist und ich habe Angst, dass sich das Fahrzeug, dann nicht mehr starten lässt. Haben wir es jetzt, ja? Haben wir es. Oh, oh, der Besitzer hat mir tatsächlich noch diese wunderdreckigen Alcantara-Leder-Schalensitze dagelassen. Boah, ich habe sogar, glaube ich, Zerstörungswerkzeug dabei. Warte mal kurz. Aber wollen wir das direkt jetzt hier am Anfang machen? Leute, ein bisschen, oder? So ein bisschen kann man schon draufhauen. Ich will aber nicht alles kaputt machen. Wir lassen das Fahrzeug auf jeden Fall fahrbereit. Hier ein kleiner... Da! Da! Ups! Alter, das macht schon Spaß. Das macht schon dick fett Spaß. Auto zerstören macht alleine schon Spaß. So ganz, ganz alleine, ohne niemanden. Aber dass ich das die ganzen Monate mit euch teilen durfte und sogar mein Geld damit verdient habe, das ist, also, das ist, ich bin sprachlos, dass das möglich war, beziehungsweise immer noch ist. Das ist hart. Soll ich das Radio wegfetzen? Kurz mal? Nee, komm, ich lass das alles. Sollen die Abonnenten, sollt ihr euch noch daran austoben und Spaß haben? Ich mache gar nichts kaputt, wirklich, Leute. Das Fahrzeug gehört euch. Ihr dürft es kaputt machen. Vielleicht mache ich auch gar nichts, Bruder. Ich gucke einfach zu. Ich habe jetzt genug Fahrzeuge alleine kaputt gemacht. Ich gucke einfach zu und filme, wie ihr das macht. Und boah. Deswegen, ich muss mich hier ein bisschen jetzt zusammenreißen und abwarten. Ach, guck mal hier, auch so ein Drogenfach. Ach komm, das Drogenfach. Das Drogenfach können wir ein bisschen platt machen. Das können wir... Was ist denn das für eine kranke Qualität? Oh, Junge, was ein Schmodder. Dieses Fahrzeug wird nicht mal ein Part aushalten. Doch, doch. Wir ziehen dieses Auto durch 100 Parts. Geht das? Schiebedach. Oh, oh, mit Schiebedach. Das kann kein Zufall sein, dass dieses Auto ein Schiebedach hat. Wie damals der Peugeot. War das der Peugeot? Nee, das war, glaube ich, der Kackafter. Das ist, wir werden Waschstraße damit fahren. Komm, wir fahren mal eine Runde. Über diese dreckigen Schlaglöcher. Ja, Waschstraße werden wir fahren, Powerschaum werden wir machen, wir werden das Lenkrad absägen. Ich hoffe, dass dieser Motor bis dahin standhält. Wenn er das nicht tut,
dann werden diese Sachen natürlich nicht passieren. Nicht, dass ihr wieder sagt, ja, du sagst Sachen und hältst sie nicht ein. Wenn unerwartete Dinge passieren, dann geht's halt nicht. Aber, oh mein Gott, aber wenn alles, wenn das Auto das alles aushält bis dahin, dann, weiter. Boah, macht das Spaß. Wie sieht denn das da hinten wieder aus? Komplett den Staub wieder hier aufgewirbelt. Oh, die Eissporthalle. No. Du dreckige Eissporthalle, ich werde dich vermissen. Und was kommt da? Der gute alte Abschleppdienst. Oh mein Gott, Alter. So, wo ist denn mein Handy? Was ist das? Ja, wieso? Alter, wieso leuchtet? Ah, jetzt geht's. Nochmal hier an der Stelle, schreibt mir auf jeden Fall auf Insta, wenn ihr irgendwo hier aus der Nähe kommt. Nee, ihr könnt auch von weiter her kommen. Ist mir eigentlich scheißegal, aber ihr müsst halt den Fahrtweg auf euch nehmen, weil ich kann mit so einer Schrottkarre nicht auf die Autobahn. Einfach so. Alter, der hat schon überhaupt gar keine Power, Junge. So wie ich es gewohnt bin von diesen dreckigen Fahrzeugen. Guck mal hier, mit Kurbelmurbel. Wir können einen ganz schnellen, kleinen, kurzen Test machen. Hubtest? Bestanden. Andere Hubtest? Auch bestanden. Fast aber nicht bestanden. Dann Schiebedachtest bestanden. Spiegelte. Auch bestanden. Oh, ey, der erste Spiegel, den man wieder dran machen kann. Astra, hast du gelernt? Mathematik hast du gelernt. Ja, krass, ey, das ist wie neu wieder. Das ist einfach der perfekte Turbo-Spiegel. Das sollte so in jedem Auto sein, dass man den Spiegel, wenn man ihn dann weggehauen hat, einfach wieder hier dran befestigen kann. Bam! Läuft! Erste Sahne. Was hat dieses Auto noch? Dieses Auto hat einen fast halbvollen Tank. Junge, das ist krass, Alter. Dass der Vorbesitzer mir das Auto mit einem halbvollen Tank übergeben hat. Hier Beweis. Oh nein. Oh, ich fahre gegen diese... Langsam, Leute, seht ihr das? Ja, ihr seht das. Der hat mir das jetzt hier so übergeben. Einfach so. Aber natürlich war das ein Grund zum Handeln. Ja, der hat gesagt, ja, halb voller Tank ist drin. Spritpreise sind teuer geworden. Ist genauso teuer wie Gold oder noch teurer. Deswegen bezahlen wir ein bisschen mehr Geld. Aber dann habe ich gesagt, hör mal zu, ich kann dir das auch abpumpen. Kein Problem. Ja, kein Problem. Das ist ein dummer, ein dummer Verhandlungsgrund. Ach, egal, ich habe das dann geschafft. Und dieses Auto war übrigens für 690 Euro inseriert. Und ich habe es für 325 Euro bekommen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Was sind das hier überhaupt für ein süßer kleiner Stern? Oh, guck mal, eine kleine Stern. Lu. Der Stern ist kaputt. Oh mein, wo ist der Hammer? Ein bisschen, komm, nur eine Sekunde. Ist noch nichts kaputt gegangen, ich habe noch nichts gemacht. Ich habe Abonnenten, die bald da hier sein werden. Keine Angst. Ach, komm schon, ein bisschen fester. Oh, das riecht aber gut hier. Oh, Digga, nachdem ich diesen... Ich höre nichts. Du dreckige Unterführungsbrücke, du! Gut so, du dreckige Brücke! Sie hat aufgehört. Was ich sagen wollte, nachdem ich diesen Stern hier zum Platzen gebracht habe, hat er ein Aroma entfaltet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das gleicht dem Duft meines Furz. Scheiße. Fuck, nee, nichts passiert. Der Jabo hat noch nichts kaputt gemacht, ey. Die Hupe hier, sie funktioniert, aber man muss ein bisschen mehr Druck ausüben. Ja, eine Sache muss ich noch kaputt machen, sonst, das ist doch keine Zerstörung. Wobei, ich habe ja schon diese Abdeckung oder diese Schublade, wie heißt das, Mann? Wie heißt das? Den Deckel von der Schublade, ey. Habe ich auch schon kaputt gemacht. Aber eine Sache noch, komm, machen wir Aschenbecher. Aschenbecher mache ich noch kaputt und dann beenden wir dieses Video. Oh. Schlüssel. Ein Schlüssel. Wohlmöglich ein Schlüssel zu einem Koffer, wo sich 3 Millionen Rosetten aufhalten. Kann das der Wahrheit entsprechen? Nein, kann es nicht. Denn das ist der Schlüssel von der Besitzerin, die ich gleich anrufen werde, nachdem ich dieses Video ausgemacht habe. Leider ist das die Realität. Machen wir kurz den Aschenbecher noch kaputt. Da rausgeflogen. Und da. Und der Aschenbecher.
Tschüss aus dem Aschenbecher. Jo, das war's das. Das war's. Ja.